Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir eine Vorbemerkung, bevor ich auf den eigentlichen Antrag eingehe. Die AfD hat schon immer jegliche Form von Extremismus, egal ob links, rechts oder Islamismus, scharf verurteilt. Wir müssen aber konstatieren, dass gegen Rechtsextremismus in geeigneter Weise vorgegangen wird und auch dem islamistischen Extremismus mit einer gewissen Entschlossenheit begegnet wird, wenn hier natürlich auch noch entsprechender Optimierungsbedarf besteht. Einzig der Linksextremismus wird vom Staat kaum bekämpft, und deshalb ist dieser Antrag erforderlich. Denn Linksextremismus, und daran kann und darf kein Zweifel bestehen, ist eine massive Bedrohung für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft und unsere Sicherheitsorgane. Die Gewalttaten mit linksextremistischem Hintergrund haben 2017 um 37,2% zugenommen. Sie richteten sich zu 69% gegen Polizei und Sicherheitsbehörden. Wir alle erinnern uns noch an die bürgerkriegsähnlichen Szenen beim G20-Gipfel in Hamburg. Linksextremisten zogen marodierend durch die Straßen. In blinder Zerstörungswut setzten sie Fahrzeuge und Barrikaden in Brand. Sie schlugen Fensterscheiben ein, plünderten hemmungslos Geschäfte und griffen mit Pflastersteinen und mit Präzisionsschleudern abgeschossene Stahlkugeln auf die Sicherheitskräfte. In ihrer Menschenverachtung gingen die Linksextremisten so weit, dass sie Polizeikräfte mit voller Absicht in Hinterhalte lockten, um sie dort mit Gehwegplatten und Molotow-Cocktails anzugreifen. Nur durch den Einsatz von Spezialkräften und die Verlegung aller bundesweit verfügbaren Polizeikräfte nach Hamburg konnte die Lage bewältigt werden. 231 Polizeibeamte wurden damals verletzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird Zeit, dass wir die Dinge wieder beim Namen nennen. Als Polizist und als Politiker sage ich Ihnen in aller Deutlichkeit, das ist kein Linksextremismus mehr, das ist Linksterrorismus. Und wer mit Steinen, Zwillen, Eisenstangen gegen Polizeibeamte vorgeht, liebe links-grün-roten Kollegen und auch an die Teile der Medien gerichtet, das ist kein Aktivist, das ist und bleibt ein Gewaltverbrecher. Dass sich Linke, Grüne, SPD angesichts solcher Fakten nach wie vor weigern, die erschreckende Dimension linker Gewalt überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, ja, sie sogar verharmlosen, relativieren und leugnen, und dass die Regierung immer noch außerstande ist, effektive Maßnahmen gegen den Linksterrorismus zu ergreifen, das ist, und man muss es so deutlich sagen, eine Bankrotterklärung dieses Parlaments. Frau Präsidentin Pau, Frau Ministerin Barley und die Kolleginnen und Kollegen Högel, Göring-Eckardt, Hofreiter, Özdemir, Rixinger, Kipping haben mit der interventionistischen Linken zusammen einen Aufruf unterzeichnet, der sich gegen unsere demokratisch gewählte Partei richtet. Dabei hat die interventionistische Linke für die Gewaltausbrüche beim G20-Gipfel mitverantwortlich, und laut Bundesregierung spielt sie auch eine maßgebliche Rolle bei den Ausschreitungen im Hambacher Forst, wo Polizeibeamte massiv mit Steinen, Flaschen und Fäkalien angegriffen wurden. Nur zur Erinnerung, die Lage war dort so ernst, dass sich ein Kollege nur mit einem Warnschuss retten konnte. Die interventionistische Linke ist daher unbestreitbar eine verfassungsfeindliche Organisation, und mit einer verfassungsfeindlichen Organisation, da kooperiert man nicht, die verbietet man, und zwar sofort. Die Unfähigkeit der Bundesregierung bei der Bekämpfung des Linksextremismus führt zu immer häufigeren und zu immer schwereren Angriffen auf die Organe unseres Staates. Ich nenne hier nur exemplarisch ein paar Beispiele. Im April 2018 greifen Linksterroristen vor dem besetzten Haus in der Rigaer Straße wiederholt Polizeiwagen mit Steinen an. Auf Indymedia rufen sie zu weiteren Steinwürfen auf, und sie schreiben dort, ich zitiere, die durch die Stadt streifenden Schweine sind für uns nichts weiter als verachtenswerte Subjekte, denen wir ihre Streifenfahrt zur Gefahr werden lassen. Zitat Ende. Im August 2018 stürmen Linksterroristen die Berliner Senatsjustizverwaltung und bedrohen dort einen Referatsleiter. Im Dezember 2018 verüben Linksterroristen einen Brandanschlag auf den 5. Strafsenat des BGH in Leipzig. Und die Bundesregierung ist nicht in der Lage, dieser massiven linksextremistischen Gefahr für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft effektive Maßnahmen entgegenzusetzen. Sie schafft es nicht einmal, die Internetplattform dauerhaft abzuschalten, auf der die Terroristen ihre Bekennerschreiben veröffentlichen. Durch einen simplen Wechsel der Webdomain umgehen diese Linksextremisten das Verbot des Innenministers und verbreiten weiter ihre staatsfeindliche und menschenverachtende Propaganda. Zuletzt sogar ein Sabotagehandbuch, in dem Anleitungen zur Zerstörung von Eigentum
Atom und zur Zerstörung der Existenz von AfD-Mitgliedern abgegeben werden, bis hin, und das muss man sich mal vorstellen, zum mörderischen Abwurf schwerer Steine von Autobahnbrücken. Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss endlich Schluss sein. Wir müssen diese Staats- und Menschenfeinde mit aller Konsequenz und mit aller Härte bekämpfen und eben nicht, wie einige Politiker aus dem linken Spektrum, dieser linksextremen Gewalt auch noch mit aggressiver Rhetorik befeuern. SPD-Vize Ralf Stegner schrieb am 8.5.16 auf Twitter, Fakt bleibt, man muss Positionen und Personal der Rechtspopulisten attackieren. Und Kem Özdemir sagte vor der Bundestagswahl, in einer Woche könnte es sein, dass erstmals wieder Nazis in den Bundestag einziehen. Ist das kein Anlass zu sagen, wir wollen alles dafür tun, dass diese Brut in diesem Land nichts zu sagen hat? Und ich möchte daran erinnern, als Bundestagspräsident Schäuble am 11. September letzten Jahres dazu aufrief, linksextreme Gewalt ebenso abzulehnen wie rechtsextremistische, da verweigerten Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, von Linken, SPD und Grünen diesem demokratischen Minimalkonsens den Applaus. Und das zeigt doch ganz eindeutig, wo die wahren Demokratiefeinde in diesem Parlament sitzen, nämlich links. Die Büroleiterin von Andrea Nahles, Angela Marquardt, schrieb am 7. September 18 im SPD-Organ Vorwärts, im Kampf gegen rechts braucht die SPD auch die Antifa. In ihrem Kampf gegen rechts und wohlgemerkt gegen rechts, nicht gegen Rechtsextremismus, sondern gegen rechts, eine völlig legitime demokratische Strömung, haben Sie keinerlei Skrupel, mit Gruppierungen zu kooperieren, die vom Verfassungsschutz dem gewaltorientierten Linksextremismus zugeordnet werden. Und das zeigt uns doch ganz eindeutig, dass es Ihnen gar nicht um den Schutz unserer Demokratie geht, sondern nur darum, den primitiven Erhalt Ihrer Macht und Ihrer finanziellen Mittel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Saat Ihrer verbalen Angriffe auf unsere Partei geht auf. Ein Sprengstoffanschlag gegen ein AfD-Bürgerbüro in Döbeln forderte nur deshalb keine Verletzten oder sogar Toten, weil keine Menschen in der Nähe waren. Und vor wenigen Tagen wurde unser Abgeordneter Frank Magnitz mit einem Angriff schwer am Kopf verletzt. Und von dieser Stelle aus, lieber Frank, und ich hoffe, ich mache das nicht nur im Namen meiner Fraktion, wünsche ich dir gute Besserung und schnelle Genesung. Dabei ist der Kollege Magnitz beileibe kein Einzelfall. Unser Fraktionsvorsitzender in Rheinland-Pfalz, Uwe Junge, erlitt im August 2016 durch Schläge und Tritte ins Gesicht einen Jochbeinbruch. Der Abgeordnete Kai Gottschalk wurde beim Bundesparteitag in Hannover attackiert und schwer an der Hand verletzt. Unsere Häuser werden beschädigt, unsere Autos verbrannt, unsere Büros demoliert. Damit soll der demokratische Diskurs in diesem Land eingeengt werden und damit wird die Meinungsfreiheit, immerhin einer der zentralen Grundpfeiler unserer Demokratie, massiv angegriffen. Jeder überzeugte und aufrechte Demokrat steht daher in der Pflicht, sich diesen linksextremistischen Angriffen entschlossen entgegenzustellen. Beweisen Sie, dass Sie es ernst meinen mit der wehrhaften Demokratie. Zeigen Sie, dass Sie auch für die Freiheit, dass Sie sich auch für die Freiheit von Meinungen einsetzen, die Ihrer eigenen widersprechen und vielleicht sogar auch schwer erträglich sein mögen. Aber genau das zeichnet eben auch einen wahren Demokraten aus. Wenn Sie weiterhin zulassen, dass Linksextremisten und Linksterroristen unsere Demokratie und unsere Gesellschaft gefährden, dann geht jeder weitere Anschlag, jeder weitere Verletzte und, was Gott verhüten möge, jeder künftige Tote auf ihr Konto. Das müssen wir verhindern. Die Zeit des Redens ist definitiv vorbei. Jetzt muss endlich gehandelt werden. Ich appelliere daher an Sie, unserem Antrag zuzustimmen.